Und ich möchte einfach mal kurz vorlesen, was hier steht auf Seite 18. Was ist falsch vom Evangelium von Keith Green? Und da schreibt der Autor, Rettung ohne Buße kann ich mir nicht vorstellen. Die Lehren Jesu und der Apostel enthalten immer wieder die Aufforderung, tut Buße und lasst euch retten. Buße heißt nicht nur, dass einem etwas leid tut, das ist nur Überführung. Buße ist nicht allein ein Wandel des Herzens und Willens, es ist ein Wandel der Handlung. Gott verlangt, dass wir, wenn wir aufrichtig davon überzeugt sind, dass unser Handeln falsch ist, uns von dieser Handlungsweise ab und ihm zuwenden und dass wir uns dann verpflichten, nicht länger an sündigen Handlungen teilzunehmen. Mit anderen Worten, es reicht nicht aus zu glauben an Jesus. Du musst auch von deinen sündigen Handlungen Abstand nehmen und ein besseres Leben leben als vorher. Ich frage mich, ob der Autor das geschafft hat. Wahrscheinlich nicht. Weißt du was? Das ist allein ist schon ein super Beispiel für einen Angriff auf das Evangelium. Es ist ein typischer Angriff auf das Evangelium. Ja. Und die Bibel sagt, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, Amen, ohne die Werke. Und weißt du was? Das müssen wir verteidigen, denn es gibt Leute, die sagen, ja, es ist nur Gnade, es ist nur Glaube und wollen dir trotzdem ein falsches Evangelium unterjubeln. Und die Bibel sagt in Jona Kapitel 3, Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren. Also die Leute von Ninive, denen Jona hart gepredigt hat, die sind von ihren bösen Wegen umgekehrt, sie sind von ihren Sünden umgekehrt, sie haben Buße von ihren Sünden getan. Und was sagt Gott? Dass er ihre Werke sah. Also Gott bezeichnet Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünde als Werke. Aber die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und der Autor schreibt nochmal, Rettung ohne Buße kann ich mir nicht vorstellen. Und mit Buße meint er eben im Kontext hier Abkehr von Sünde, besseres Leben leben. Der Witz daran ist, offensichtlich kann sich Jesus ein Evangelium, eine Errettung ohne Umkehr von Sünde vorstellen. Ich meine, erklär mir mal, warum im Johannesevangelium, ausgerechnet im Johannesevangelium, kein einziges Mal das Wort Buße vorkommt. Woran könnte das wohl liegen? Ich lese euch vor, Johannes Kapitel 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, all das wurde aufgeschrieben, damit wir gerettet werden können. Damit wir ewiges Leben haben können. Und was sagt der Typ hier? Rettung ohne Buße kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem kommt im Johannesevangelium, das geschrieben wurde, damit wir gerettet werden, kein einziges Mal das Wort Buße vor. Erklär mir das. Kurze Erklärung, was Buße bedeutet. Buße bedeutet ganz einfach Umkehr. Das ist ein anderes Wort für Umkehr. Beispiel: Ich ging zur Kirche, vergaß aber meinen Schlüssel zu Hause und tat Buße. Das bedeutet, ich kehrte auf dem Weg um, ging zurück, holte meinen Schlüssel und ging wieder zur Kirche hoffentlich. Buße bedeutet einfach nur umkehren. Der Kontext bestimmt, was damit gemeint ist. Wenn im Kontext steht, was von Sünde die Rede ist, wie bei den Leuten von Ninive, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, ja, dann geht es natürlich um konkrete Werke, um Sünde, von denen sie umgekehrt sind. Aber wenn es heißt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, was ist damit gemeint im Kontext? Umzukehren vom Unglauben und zu glauben an das Evangelium. Ja. Sie haben vorher nicht geglaubt, jetzt sind sie umgekehrt und glauben an das Evangelium. Der Kontext bestimmt, was Buße bedeutet. Matthäus Kapitel 21, Kapitel 21, Vers 32. Matthäus Kapitel 21, Vers 32. Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl saht, also dass die Zöllner und Huren an Jesus glaubten. Und ob ihr es wohl saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Was bedeutet hier Buße im Kontext? Zu glauben. Ja. Ihr tatet dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Aber Keith Green sagt, Buße ist immer ein Wandel der Handlung. Nein. Ich meine, Gott tut Buße in der Bibel. Kann Gott von Sünden umkehren? Nein, Gott hat keine Sünde. Es ist eben nicht immer ein Wandel der Handlung, sondern des Herzens. Und die Buße, die du tun musst, um gerettet zu werden, ist ein Wandel des Herzens. Lass mich dir das beweisen. Die Bibel sagt, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also was muss sich wandeln? Womit musst du Buße tun mit deinem Herzen, um gerecht zu werden, um gerettet zu werden? Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, warum das eine Irrlehre ist, der erste Punkt,
Umkehr von Sünde ist Werke, wird definiert durch Jona 3, Vers 10. Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Und Epheser 2, Vers 8 bis 9 sagt, dass wir nicht aus Werken gerechtfertigt werden, dass wir nicht in den Himmel kommen, indem wir gute Werke tun, indem wir unser Handeln ändern. Also Buße von Sünde, um gerettet zu werden, ist Werksgerechtigkeit.